Ja, und ich weiß, wo wir den prüfenden Gemeinschaftsraum finden, falls wir wieder in der Nähe sind. Zeige ich euch das mal. Könnte es sein, dass wir auf dem Weg dorthin sind? Bin ich ganz sicher. Wo sind wir hier gelandet? Oh. Ein Zombie-Dings. Okay. Geht dort hoch. Wir rufen noch im Gemeinschaftsraum, der war glaube ich hier in der Nähe. Und ganz genau hier. Nämlich nicht alles täuscht. Ja, hier. Da mal die fette Dame. Hallöchen. Porträt der fetten Dame. Dieses Porträt einer Dame bewacht den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Fragt jeden, der eintreten will, nach einem Passwort. Sie und ihre Freundin Violet sind dafür bekannt, dass sie zwischen den Porträts umherwandeln und sich gelegentlich an den Weinfässern bedienen, die dort stehen. Und Gemeinschaftsraum haben wir bloß noch kein Reveillon-Dings. Da kommt man als Hufflepuff leider nicht rein. Ich glaube, die spricht doch nicht mit mir. Jetzt haben wir alle Gemeinschaftsräume von außen schon mal gesehen. Ach, hier steht der Hausmeister. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Oh, danke. Je weniger ich von diesen Statuen sehe, desto besser. Schauen Sie sich nach weiteren um und ich bringe Ihnen mehr über alle Humora bei. Wo sollte ich nach mehr Demigeist-Statuen und Monden suchen? Überall, wo ich mich normalerweise aufhalte. Das ist ja das Gruselige. Hier im Schloss, in Hogsmeade und, ob Sie es glauben oder nicht, sogar in einigen umliegenden Dörfern. Das ist eine sehr präzise. Mein Peiniger ist wirklich gründlich. Er hält mich jetzt schon eine Ewigkeit von all meinen Verpflichtungen ab. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen noch mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Das ist ja nicht das Ding. Ach, eine Demigeist-Figur haben wir schon zugegeben. Schauen wir uns mal hier in Hogwarts um. Ob hier noch einen, welche sie finden. Auch Smeet habe ich einen. Besenrennen, ein eigenes, okay. Und Smeet habe ich schon einen gefunden. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo noch welche finden. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Katze. Clever? Wie beleidigend. Gut, ein Genie. Zufrieden. Leidlich. Aber ich werde es mal durchgehen lassen. Der Desillusionierungszauber ist klasse. Wir haben hier gerade keinen Unterricht, deswegen laufe ich hier. Ein Abenteuer kam rum.
Was ist, wenn das so bleibt? Was? Sei nicht albern, das lässt in ein paar Stunden nach, glaube ich. Revelio. Dem Geistmond haben wir nicht. Aber eine Kiste. Mit Geld. Das wusste ich, dass das hier ist. Büste von Ravenclaw. Diese zu Ehren des Hauses Ravenclaw geschaffene Büste befindet sich im hohen Ravenclaw-Turm. Aber das ist nicht Rowena Ravenclaw. Dieser bärtige Mann ist nicht Rowena Ravenclaw. Ich habe einen Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Revelio. Okay, eine Kiste, die wir nie erreichen werden. Hinter der Tür des Gemeinschaftsraums. Ich glaube, es gibt auch keine Quest, in der wir irgendwie. Ich meine, mit Sebastian haben wir schon mehrfach Quests gemacht. Es ist irgendwie. Dass einer von denen uns mal in seinen Gemeinschaftsraum reinlässt. Das ist, glaube ich, eine ausweglose Sache. Lumos. Aha. Ich glaube, so bewusst nach den lieben Geistmonden suchen, ist ein bisschen schwierig. Revelio. Die findet man eher zufällig. Irgendwas klingelt hier aber. Ach, hier sind wir im Zaubertrankunterricht. Das waren wir auch noch nie. Alohomora. Ein bisschen Schloss erkunden. Oha, wir haben mein ganzes Gebiet freigeschaltet. Ja, Alohomora wäre mal schon eine tolle Sache. Und hier haben wir doch das. Lumos. Muss irgendwo eine Matte für oben sein. Hier ist noch ein Rätsel. Ah, hier ist eine Matte. Ich glaube nicht, dass die für hier ist. Das ist eher für den. Die Sache am Turm. Ah, doch.
55 Euro, oh, ja. Revelio. Rüstungsbett zu voll. Dann muss ich mal wieder verkaufen. Ach, der Unterschied sind die Kurbeln hier. Sieht ja fast, das sieht ja noch besser aus. Franz Hausschale. Schale der Klassenbesten. Ja, dann nehme ich die Lunde Franzen, wenn das der Schale der Klassenbesten ist. Noch Truhe zu verstärken. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Kruze verflucht wurde, ist ein Geschoss frei, das ein Gegner in Nähe verflucht. Okay, das ist äußerst unlogisch, aber eingeschaltet. Falls mal wieder gegen Spinnen kämpfe. Sonst gibt's hier nichts mehr. Eine Erklärung zu den Statuen. Alohomora. Die Gasmonde sehe ich hier auch gerade keine. Da. Ach, das war hier, ist das der, wir jetzt rausgekommen, wo wir reingekommen sind. Also hier sehe ich gerade nichts. Geh mal nach Hogsmeade. Vielleicht sehe ich dort irgendwie in dem Gasmond. Was haben Sie jetzt vor? Nach Hogsmeade, sagte ich doch. Wo kann ich vielleicht mal. Oh ja. Typograf nach Hogsmeade. Ich glaube, das ist sogar der, den man als Vorbestellerbote bekommt. Ja, das war der schwarze. Sehe ich deinen Mond? Immer landen bitte. Wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. Ach so, ja, nee. Lass mal.
Muss nicht sein. Ja, das wird der Vorbestellerbonus. Blutkrebs sein. Was man zusätzlich zum Weißen hat. Das passt ja wohl besser zu meinen schwarzen Klamotten. Hier müssen wir mal runter. Wenn der Hogsmeade dürfen wir nicht reinfliegen. Schwarze Hexe auf dem schwarzen Hippogreif. Genau so. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. So, die Mika ist. Da ist eine Truhe. Natürlich. Ich werde mal verkaufen gehen. Oh, ein purpurroter Zylinder. Das hätte zu meinem purpurroten Outfit gepasst. Mhm. Hat auch was. Langsam kommen hier die Klamotten, die hier Einsicht zu verteidigen hat, ja. Langsam kommen hier Dinge, die gut aussehen. Hat auch was. So. Irgendwo Zeugs verkaufen. Kerdivents gefährliche Kessel. Diese wackelige Stapel Kessel von Kerdivents Laden wübt für die Waren darin. Es ist übrigens nicht ratsam, Kessel für die Weise auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, aber hilft nicht unbedingt beim Brauen wirkungsvoller Zaubertränke. Das ist ein Schloss. Ich würde jetzt mal als erstes zu dem Kleidungshändler gehen. Da mal gucken, ob ich da der Sonntagswaren und Co. Wie hieß der? Ich glaube Sonntagsladen und wie hieß der? Dass wir da mal unser Zeug verkaufen können. Wir stehen beinahe davor. Ja, hier in Hogsmeade ist ein bisschen uff. Post Office. Revelio. Ah ja, Besenknitzer und das Start.
Das 1750 gegründete Geschäft mit Filialen in Paris, London und Hogsmeade bietet eine Vielzahl von Zauberkleidung und Accessoires. Mit Augustus Hill und seinen Mitarbeitern Otto Dibble sind alle Kunden gerne behilflich und genießen dabei insbesondere die Herausforderung weniger modebewusster Hexen und Zauberer. Oh, 15 von 15. Bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Ein Bad nehmen. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Ein schicker Zylinder. Ich muss Geld sparen. Kann ich nicht kaufen. Würde ich gern, aber ich brauche diesen verdammten Tisch. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Allerdings. Ich muss passen. Sieht aus, als wäre es nur für Sie gemacht. Ich verkaufe. Ich kriege mir die 3000 schon zusammen. Ja, scheint so. Oh, cool. Wenn wir noch eins verkaufen, können wir uns das noch leisten. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Der Rote sieht zwar auch gut aus, aber... Naja, ich weiß nicht. Wird wahrscheinlich eher den... Ich habe gehört, dass unsere Clementine sie in ihre Schmetterlingsgeschichten reingezogen hat. Ungewöhnliches Mädchen. Demigasmond. Findet man eher durch Zufälle. Hallo, kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Und nichts mit klebrigen Fingern anfassen. Wird wahrscheinlich ihren Hexenhut wieder anziehen. Revelio. Ein Demigeistmond hier irgendwo. Da kommen wir noch nicht rein. Das ist eine Sidequest. Oh, meine Biscuit. Ja, da kümmern wir uns später drum. Revelio. Ich habe eine Sidequest gesehen. Achso, die Sidequest dort. Die Biscuit. Jetzt sollten wir uns aber erstmal. Es wird hier schon wieder Tag. Das heißt, mit den Demigasmonden.
Ist auch erstmal nicht. Katze. Neben den dunklen Magiern von heute wird Emmerich der Böse die Ehrlich der Kehle gekauft. Könnt mir mal in die Was Kommentare schreiben. Ein Demigeist. Ja gut, dass es Tag geworden ist. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Hut hier besser findet oder den Hexenhut. Revelio. Was wahrscheinlich keine Auswirkungen hat. Du gehörst mir, Demigeist. Ja, wo denn? Sehe hier keinen. Ich schloss, das war erstmal nicht aufknacken können. Ich sehe keinen Demigeist. Wir sind die Schuften. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Ich habe vor viel Geld auszugeben. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Zauberanweisung, Pflanztisch mit zwei großen Töpfen. Wir brauchen die großen Töpfe. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ja. Würde ich mal sagen, ab nach Hogwarts. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Und auch in den Raum der Wünsche. Mal die Schulaufgabe für Professor Garnick beenden, um dann zu einem neuen Zauber zu lernen. Das Flussgras anpflanzen, so folgt uns schon lange. Die anderen Quests kriegen wir auch noch irgendwann hin. Ich will auf jeden Fall, ich würde mich jetzt erstmal den Schulaufgaben widmen, die Nebenquests dann irgendwann anders machen. Weil die Nebenquests, die können warten. Die Schulaufgaben würde ich... würde gerne die Schulaufgaben beendigt haben, bevor wir zur zweiten Prüfung aufbrechen, zur Hauptquest. Weil wir dann wahrscheinlich nach dem... nach der Hauptquest... Ich peile die alle drei hier erstmal. Okay, der hat die meisten Stats. Da ändere ich mal das Aussehen. Ich meine, wir behalten die sowieso. Das sieht doch deutlich besser aus, finde ich zumindest. Was soll mit diesen Statuen machen, weiß ich auch noch nicht ganz. Ah je. So. Was wird jetzt? Ich wollte hier mal Aufträge.
Pulse auf einen devigierten Gegner müssen wir auch nochmal. Professor Unai. Das ist doch die Wahrsagelehrerin, wenn mich erst täuscht. Die Mutter von unserer Freundin hier. Und sich der Bekanntheitstrank, da müssen wir auch wieder Geld für sammeln. Wie kehre zum Professor Garlic zurück? Spiel, willst du mich verarschen? Ich habe mich jetzt extra einen großen Tisch besorgt, damit wir hier die anpflanzen können. Das hieß, die kannst du nur. Du musst jetzt anpflanzen und. Du musst anpflanzen und ernten. Ja gut, ich meine. Wir werden es auch gebrauchen können. Ach hier, dann gehen wir dir mal Hallo, in den Geistmond zurück. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Oh, danke. Je weniger ich von diesen Statuen sehe, desto besser. Schauen Sie sich nach weiteren um und ich bringe Ihnen mehr über Allohomora bei. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen noch mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Wie viele haben wir jetzt? 2 von 9. Ja, wenn wir unterwegs, mal nachts unterwegs sind, wir welche finden, können wir die mitnehmen, aber naja. Bewusst danach suchen, das wird nichts. Revelio! Barufio-Porträt. Auf diesem Porträt ist der Zauberer Barufio abgebildet, der durch sein Gehirn-Elixier berühmt wurde und als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F ein S ausgesprochen, fand sich auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf dem Brustkorb. Oh je. 5 Muschler und Lispler. Nicht so gut. Oh, hi Peeves. Hier ist übrigens der direkte Weg zum gefundenen Gemeinschaftsraum. Wenn man hier einfach da, wo der Hausmeister steht, den Gang lang geht. Katze. Ich muss hier die Katze streicheln. Ich werde erstmal einen Raum der Wünsche, bevor wir zu Professor Garlic gehen. Hier geht's halt runter. Wenn wir hier runtergehen, kommen wir zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Glaube ich doch, oder? Hier müsste. Ja, das ist der Gemeinschaftsraum. Die Treppe zum Gemeinschaftsraum. So, wo ist eigentlich der Raum der Wünsche? Mach ich mal eine schnelle Reise. Ich meine, dass wir die Demigeistmonde, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Das
ist ja nur für Alohomora. Und das einfache Alohomora können wir schon. Große Töpfe. Wo stellen wir das denn hin? Stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Wo es da eigentlich nicht hingehört. Passt auch nicht wirklich hin. Bring das mal hier rüber. Den anderen Zauber. Der Gutsche passt hier besser rein. Flussgras. 14 Minuten, okay. Dann gehen wir schon mal das andere ab. Gleich zwei anpflanzen. Spendiamos ausgerüstet. Ah, den Trank haben wir angesetzt. Vielleicht den nächsten. Den Diptank können wir gebrauchen. Lassen wir das mal lieber an. Der wird nützlicher sein, wenn ich etwas zu identifizieren habe. Okay, komm, das eine aktuell tragende. Verstärken. Okay, wir haben keine Zeit, die Tiere zu streicheln und zu füttern. Das müssen wir später machen.